So, Philipp, der Vormittag ist rum, die erste Runde seid ihr gefahren. Erzähl mal. Ja, spannend. Ich habe leider jetzt auf den letzten zwei Prüfungen jeweils ein paar Fehler gehabt. Einmal einen Graben gerutscht, einmal gedreht mit Motor aus. Da ist natürlich auf dem Niveau, wo gefahren wird, gleich wichtige Zeit weg. So, ich denke, in Summe haben wir vielleicht 10 bis 12 Sekunden verloren dadurch. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber okay, wir gucken mal auf den Nachmittag, wie es da läuft. Fehlerfrei durchkommen, gleiche Pace fahren, dann sollte das, denke ich, gut passen. Service out haben wir. Gesehen haben wir neue Reifen, bisschen Auto geputzt. Der Philipp hat erzählt, er hat sich einmal gedreht und ist einmal in den Graben gefahren. Hat er was kaputt gemacht? Na, die Autos sind grundsätzlich sehr stabil und ja, so ein bisschen ein Graben oder was kann im Auto eigentlich nichts anhaben. Die hintere Tür ist ein bisschen verkratzt, aber das war's dann auch schon. Das heißt, man braucht nur neue Twinbush-Aufkleber und dann geht's weiter. Genau, richtig. Philipp, herzlichen Glückwunsch, dritter Platz. Danke dir. Nach dem vorhin der Pause, Dreher, Abwurfsrutscher, trotzdem noch den dritten, zufrieden oder? Ja, passt schon, ist okay. Also hier zu Hause gegen Marian Kriebel zu gewinnen, ist natürlich schon schwierig, fast unmöglich. So, gut, die Fehler. Wir sind bestes Michelin-bereiftes Auto. Ich denke, das war heute auch so ein Faktor, dass der Pirelli-Reifen besser geht. Wir haben das Beste rausgeholt. Ist das bei der Temperatur der Reifen so groß? Ja, macht einen riesen Unterschied. War schon zur Mittelreihe ein großer Unterschied, dass die Pirelli-Autos besser waren. Hier jetzt ähnlich wieder. Und jetzt hoffen wir, dass dann, wenn es wieder ein bisschen kühler wird, wir mit dem Michelin wieder angreifen können. Ich habe Hinterjahr Hunger und für Doppel.